Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Ja, Leute, wir waren beim letzten Mal im Winterpalast, sind jetzt wieder zurückgekehrt, haben ein bisschen da am Kaiserhof aufgeräumt. Und heute sprechen wir mal wieder ein bisschen mit unseren Leuten und gucken, was die dazu zu sagen haben. Wir sind jetzt hier in der Story wieder ein bisschen fortgeschritten. Wir haben schon gehört, es gibt ein neues Problem. Wir müssen eine neue Göttliche irgendwie kriegen. Und zum Beispiel Cassandra steht dafür zur Wahl. Bitte denkt darüber nach, Lady Cassandra. Die Klerikerinnen sind immer noch uneins. Wenn niemand vortritt, debattieren sie bis... Und ihr denkt, ich könnte sie zu einer Einigung bringen? Ich habe für einen Tag genug gehört, Mutter Giselle. Redet mit ihr, euer Gnaden. Gibt es ein Problem? Es wirkt, als würde sie euch belästigen. Mutter Giselle ist freundlich und sie meint es gut. Aber ja, sie belästigt mich. Ich nehme an, ihr habt schon gehört, dass Liliana und ich Kandidatinnen für die Nachfolge der Göttlichen sind. Der Grund dafür sind natürlich die Geschehnisse in Halam Shiral. Das Kaiserreich steht hinter euch und somit auch hinter jedem, der euch nahesteht. Also wirft die Kirche jetzt unsere Namen ins Rennen, ohne uns auch nur gefragt zu haben. Wie könnt ihr und Liliana Kandidatinnen sein? Ihr seid noch nicht mal Priesterinnen. Dergleichen ist schon vorgekommen. Amara, die dritte, war die Schwester des Kaisers. Aber Liliana theoretisch doch schon. Und Galatea war eine bürgerliche. Liliana und ich waren zumindest einst Teil der Kirchenhierarchie. Es wäre also annehmbar. Warum bin ich keine Kandidatin? Nein. Wenn ihr es nicht wollt, dann sagt ihnen das. So sollte es mit Sicherheit niemals kommen. Die Kirche, der Zirkel der Magi, die Templer. Das hier kann unmöglich das sein, was sie ursprünglich im Sinn hatten. Die Kirche sollte den Leuten Glauben geben, Hoffnung. Stattdessen hält sie selbst angesichts des sicheren Untergangs an ihrem Kurs fest. Es überrascht mich, dass ausgerechnet ihr das sagt. Tatsächlich? Bin ich etwa nicht die Frau, die entgegen der Wünsche der Kirche die Inquisition ins Leben gerufen hat? In all meinen Jahren als Sucherin habe ich genau das getan, was mir gesagt wurde. Mein Glaube hat es von mir verlangt. Nun jedoch verlangt mein Glaube etwas anderes. Er verlangt, dass ich klarer sehe. Wenn ihr beunruhigt seid, ist dies eure Chance, es besser zu machen. Wusstet ihr, dass Rarik ein Anhänger Andrastes ist? Oh, er lästert über den Erbauer mit jedem zweiten Atemzug. Aber tief in seinem Inneren ist er ein Gläubiger. Sein Herz ist tugendhaft. Dennoch würde er niemals einen Fuß in eine Kirche setzen. Dabei sollte sie der erste Ort sein, dem sich die Tugendhaften zuwenden. Sie muss sich verändern. Und vielleicht bin ich diejenige, die dafür sorgen muss. Ihr seid nicht die einzige Kandidatin. Was ist mit Liliana? Liliana sagt, sie wolle Justinias Vermächtnis weiterführen. Aber unsere Erinnerungen an sie sind unterschiedlich. Justinia wusste, dass die anderen Klerikerinnen und die Leute nur einen gewissen Grad von Veränderung akzeptieren würden. Ich denke, Liliana würde jegliche Tradition verwerfen und von Neuem beginnen. Und das würde uns alle ins Chaos stürzen. Was an der Kirche würdet ihr verändern? Der Zirkel der Magi hat seine Berechtigung, aber er muss reformiert werden. Die Magier sollten sich mit unserer Hilfe selbst verwalten. Die Templer dürfen nicht länger die Kerkermeister der Magier sein, sondern sollten die Unschuldigen beschützen. Wir müssen wachsam sein, aber auch voller Mitgefühl für sämtliche Bewohner von Thedas, ob sie nun Menschen sind oder nicht. Das ist es, was ich verändern würde. Dann ist das eure neue Mission? Noch habe ich mich zu nichts bereit erklärt. Und wenn euch die Kirche darum bittet?
Dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ich schätze, ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Im Moment haben die Klerikerinnen einfach nur meinen Namen ins Rennen geworfen. Mehr nicht. Unser oberstes Ziel bleibt es, die Ordnung wiederherzustellen und Korypheus aufzuhalten. Okay, also sie ist ambitioniert. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ihr seid jetzt also eine Kandidatin für die Position der Göttlichen. So wurde es mir berichtet. Wollt ihr das überhaupt? Warum sollte es eine Rolle spielen, was ich will? Warum sollte es keine Rolle spielen? Habt ihr etwa kein Anrecht darauf, glücklich zu sein? Es ist ganz einfach. Die Kirche muss überleben. Und dafür muss sie sich ändern. Ich habe nie daran geglaubt, dass man jemand anderen bitten sollte, etwas zu tun, zu dem man selbst nicht bereit ist. Also betrachte ich es als eine Möglichkeit. Ich bin es mir selbst und ganz Cedas schuldig, den Platz auf dem Sonnenthron anzustreben. Ich denke, ihr werdet eine hervorragende Wahl. Ich denke Vielen auch. Dank. Tatsächlich. Hoffen wir nur, das dass macht alles sehr viel Sinn, was sie der sagt. Kirche das genauso sehen. Das also, wäre vorerst was alles. Sie so plant und dann was sie bis denkt. Zum nächsten Mal. Also, würde ich so unterschreiben, tatsächlich. Das kann man tatsächlich auch ein bisschen auf unsere eigenen Kirchen und Religionen anwenden, finde ich. Dass sich da einfach Dinge verändern müssten. So, Bulle. Wisst ihr, ich habe ja kein Problem mit Orlesianern, aber Halam Shiral war das Letzte. Unter dem Kuhn reißen sich die Leute wenigstens nicht gegenseitig den Arsch auf, während das ganze Land vor die Hunde geht. Na. Ich hasse die Politik. Dann beneide ich euch nicht um eure Aufgabe, Boss. Okay. Seid ihr sicher? Finde ich gut, dass jetzt nicht jeder eine Sequenz hat. Das wäre jetzt wieder so viel gewesen. Oh, du hast die Tür zu? Sarah? Einen für die Kaiserin. Okay. Für Kaspard, Briella, die Herzogin und Korypheus. Voll auf die 12. Sarah? Alles klar. Ihr seid offenbar wütend. Was kann ich tun? Ihr tut schon genug. Es sind die vielen Toten in Halam Shiral, die mir zu schaffen machen. Ein Koch hier, ein Lakai dort. Scheißegal, Hauptsache irgendein Arsch wärmt den Thron. Ein hübscher Arsch, zugegeben. Aber wie viele Leben ist der Arsch einer Kaiserin wert? Ach, dieser verfluchte Palast. Wir hätten einfach ein paar Bienen reinwerfen und die Türen verrammeln sollen. Ich weiß nicht. Ich würde eher Ohrwürmer aussetzen, um einen Ball zu stören. Ich hasse diese Biester mit ihren kleinen Arschzangen. Die sollte Josephine in ihre Drohbriefe aufnehmen. Wisst ihr, was ich aus der ganzen Sache gelernt habe? Schlaft nie mit einer Kaiserin. Außerdem hätte es geholfen, wenn sich Briella nicht wie eine Idiotin verhalten hätte. Ohne diese Pissnäcke wäre alles ganz anders gelaufen. Das war ihr Fehler. Sie haben alles noch schlimmer gemacht. Irrtum, Inquisitor. Schlimm war es von Anfang an. Es sind schon viele Leute gestorben, bevor der Himmel ein Loch hatte. Die Leute sind es, die ihr retten müsst. Und sagt ihnen bei der Gelegenheit gleich, sie sollen sich nicht wie Idioten aufführen. Okay. Ich mag, also Sarah ist ja ein bisschen crazy. Aber ich mag manchmal ihre Denkweise. Die ist halt so... Ja, so direkt und so, eigentlich so simpel. Das ist eigentlich ganz cool. So, gehen wir mal zu unserem Hauptmann, bevor ich den am Ende wieder vergesse. Und gucken mal, wie es mit seinem Lyrium so steht. Allseits bereit, Sir. Meckern. Natürlich. Spring nicht, Cullen. Ich wollte euch danken. Als Bitte. Ihr mich aufgesucht habt, wenn es irgendetwas gibt.
In meinem Kopf hat sich das deutlich besser angehört. Ich nehme an, ihr fühlt euch besser? Ich... ja. Ist es immer so schlimm? Die Schmerzen kommen und gehen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich wieder dort. Ich hätte mich an diesem Tag nicht so überfordern dürfen. Ich bin einfach nur froh, dass es euch gut geht. Das tut es. Ich habe nie jemandem erzählt, was mir im Zirkel von Ferelden wirklich widerfahren ist. Ich war danach nicht mehr ich selbst. Ich war zornig und dieser Zorn hat mich jahrelang blind gemacht. Ich bin nicht stolz auf das, was aus mir wurde. Aber jetzt kann ich all das langsam hinter mir lassen. Das ist zumindest ein Anfang. Ich finde Cullens Geschichte so interessant, ne? Ich würde das halt hier gerne machen, aber es ist halt die Romance-Option. Sind die Sachen vielleicht nicht manchmal auch einfach nett gemeint? Ach man, ich würde das so gerne machen. Ich persönlich mag den Mann, der ihr jetzt seid. Selbst nachdem... Ich meine es ernst. Aber was ist mit euch? Ihr habt eure eigenen Probleme. Wie geht es euch? Ich habe hier großartige Leute kennengelernt. Es hilft mir, sie an meiner Seite zu wissen. Ja, ihr befindet euch zweifellos in interessanter Gesellschaft. Und ich schätze, das gilt auch für mich. Ah, cool. Ich bin froh, dass ich die Option gemacht habe. Okay, es ist halt nicht immer so eine Romance-Sache, ne? Das mit dem Herz ist halt immer ein bisschen verwirrend, finde ich. Müsste ein bisschen klarer sein. Ich finde, es sollte auch noch so Freundschaftsreaktionen geben. Beziehungsweise die sollten so gekennzeichnet sein. Ich habe halt immer Angst, dass ich dann halt irgendwie eine Romance starte, die ich nicht will. Oder dass ich mir halt die bestehende kaputt mache. Wir hatten ja in Origins, wenn ihr euch erinnert, dieses Ding, da hatten wir das mit Liliana und nebenbei hatten wir noch ein bisschen was mit Saffron und Morrigan wollte was von uns. Das war echt schwierig. Aber ich habe das Gefühl, das läuft hier gar nicht so ab. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Interesting. Dann können wir doch zu Cole. Etwas in dir ab. Hey. Ich habe den großen Ball nicht verstanden. Alles wäre viel leichter gewesen, wenn sie gesagt hätten, was sie wollten. Ja, das hätte alles deutlich einfacher gemacht. Die Farben waren allerdings schön. Könnt ihr mir erzählen, wie es für euch ist, nun menschlicher zu sein? Es tut weh. Alles tut weh. Jeder erinnert sich jetzt an mich. Ich kann sie nur für wenige Herzschläge dazu bringen, mich zu übersehen. Aber... ich bin real. Zumindest realer als zuvor. Und ich verstehe mehr als früher. Wir sind uns, glaube ich, schon so weit erzählt. Wir unterhalten uns später. Aber ich finde Cole immer noch so einen echt interessanten Charakter. So. Warte mal, wir haben da noch eine Quest. Wo haben wir die? Irgendwo hier. Hallo? Herr Morris, wer bist du denn? Oh, verdammt, ihr seid das. Hey? Morris, Sir Morris, denke ich. Ich bin Quartiermeister der Himmelsfeste und ihre Besucher. Unsere Lager füllen sich und solange wir genügend Geld für Vorräte haben, wird es euch und den euren an nichts fehlen. Weitermachen. Nee. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht, Inquisitor. Oh, beim Erbauer. Ihr ahnt nicht, wie viele Briefe ich wegen des Aufruhrs in Hallam-Schiral bekommen habe. Glücklicherweise habt ihr mehr Fäden verknüpft als durchtrennt, wobei die Lage immer noch verwirrend ist. Gibt es mit Hallam-Schiral Probleme? Mit Hallam-Schiral gibt es immer Probleme. Wir haben einige Verträge verloren, sie aber mehr als aufgewogen.
die ein oder andere Empfehlung könnte allerdings einige durchtrennte Fäden wieder verknüpfen. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Das solltet ihr besser an eurem Kartentisch entscheiden. Und dem komme ich lieber nicht zu nahe. Wie läuft es? Haben wir alles, was wir brauchen? Jetzt, wo die Himmelsfeste wie ein Leuchtfeuer erstrahlt, sagt, was ihr braucht und ich besorge es euch. Ich werde diesen Faulpelzen Beine machen. Ich glaube, dieser Posten gefällt mir. Die letzte Quartiermeisterin hat Haven überlebt. Wo ist sie? Sie hatte eigene Ansichten und hat sie noch. Völlig legitime Ansichten, wenn man sie teilt, Inquisitor. Ich glaube, man war der Ansicht, euer Quartiermeister sollte etwas umgänglicher sein, nun da die Inquisition in Orlais ist. Sie dient euch noch immer, nur nicht mehr an vorderster Front. Was qualifiziert euch für diesen Posten? Er ist schließlich sehr wichtig. Meine Familie hat Verbindungen zu verschiedenen unabhängigen Milizen. Meine Vettern dienen als Offiziere in Ferelden und Orlais. Und eure Qualifikation? Meine Familie hat Abkommen mit drei neureichen Häusern in Tevinter und einen seltenen Vertrag mit Orsamar, mit einem Paragon gleichen Namens. Und eure Qualifikation? Um ehrlich zu sein, euer Gnaden, habe ich mich das auch gefragt. Ich bin der Mittelpunkt dutzender von Fäden, die von anderen gesponnen wurden, um ein ausgedehntes Netz von Ressourcen zu flechten. Aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Der Himmelsfeste wird es an nichts mangeln. Das schwöre ich euch. Weitermachen. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht, Inquisitor. Ah, okay. Einsatzfalten? Ja, okay, okay. Dann gehen wir jetzt noch zu Blackwall. Dann haben wir hier unten, glaube ich, alle erledigt. War hier nicht mal mehr los? Du musst zugeben, es sieht übel aus. Es sieht nach vielem aus. Oh. Blackwall hat Quest. Ja. Trinkt ihr einen Schluck mit mir? Ich könnte etwas Gesellschaft brauchen. Ja. Ich bin so ein bisschen niedergeschlagen. Als ich ein kleiner Junge war, gab es da diese Gossenkinder, die sich in der Nähe unseres Hauses auf den Straßen herumgetrieben haben. Eines Tages fanden sie einen Hund. Ein bemitleidenswertes kleines Geschöpf. Es kam auf der Suche nach Fressen zu ihnen. Sie haben ihn gefangen, ihm ein Seil um den Hals geschlungen und ihn aufgeknüpft. Wisst ihr, was ich getan habe? Ihr habt sie aufgehalten und den Hund befreit? Ich habe gar nichts getan. Nicht einen verdammten Finger habe ich gerührt. Ich habe geweint. Ich sah, wie er mit den Beinen strampelte, wie sich sein Hals dehnte und krümmte. Und ich habe mich umgedreht, bin ins Haus gegangen und habe die Tür geschlossen. Ich hätte es meinem Vater sagen oder irgendjemanden informieren können, aber ich habe es nicht. Ich habe einfach so getan, als würde es nicht geschehen. Ihr habt gesagt, ihr wart noch ein Junge. Ich war alt genug, um zu wissen, dass der Hund leidet und dass es falsch war. Ich hätte diese Schlinge ebenso gut selbst zuziehen können. Wir könnten die Welt besser machen. Es ist nur eben einfacher, die Augen zu verschließen. Ja. Irgendwie wahre Worte. Wenn man mal so über manche Themen nachdenkt. Ach ja. Ich finde es schön, wie das Spiel immer wieder so Sachen anspricht, die man auch auf das reale Leben so ummünzen kann, beziehungsweise die da auch irgendwie stattfinden und sowas. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht.
Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, habt ihr Bauern vor Dämonen und Gesetzlosen gerettet. Ihr seid kein Mann, der seine Augen verschließt. Höchstens ein wenig verrückt. Ich hätte wissen müssen, dass ihr es herunterspielt. Nein! Bei euch sieht immer alles so einfach aus. Wir anderen können nur davon träumen, es euch jemals gleich tun zu können. Nein. Versteht ihr es denn nicht? Es geht nicht nur darum, was damals geschehen ist. Die Welt ist voll von solchen Hunden. Von irgendwelchen dämlichen Schwachköpfen, die nicht wissen, von wem man sich besser fernhält. Also meint die... Oh, das ist ein blödes Ergebnis. Ich wollte das gar nicht runterspielen. Ich wollte ihm halt nur sagen, dass er ja doch Sachen tut. Also er tut doch was. Das wollte ich ja nur sagen. Oh, das ist doof. Ja, manchmal ist immer so unklar, was die einzelnen Sachen aussagen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass diese... Wenn ich drei Auswahloptionen habe, dass es ein Business wie in Dragon Age 2, dass die mittleren, diese lilanen sind, die immer falsch sind. Und... Das hier halt nur nicht so gekennzeichnet ist, wie in 2. So kommt es mir irgendwie vor. Aus Havens Feuern, wir eilen aber. Wer sie denn? Nur wenig reimt sich auf Inquisitor. Mir scheint, die Dichte muss wohl noch warten. Verzeiht mir die Störungen, Eminenz, doch euer Tatenglanz begeistert mich. Ich bin Meriden, eine bescheidene Bardin. Okay. Was könnt ihr für Wieso kriege ich jetzt so komische Random-Quests? Eine einfache Sache, wie ihr wisst. Die Herzen erfreuen mit meinem Gesang. Zu verbreiten, was ihr habt geleistet, ist mein kleiner, doch wichtiger Beitrag. Mhm. Vielleicht verdiene ich sogar dabei. Seid ihr eine Bardin wie die aus Orlais? Himmel, nein. Mein Leben ist die Minne. Ich kämpfe mit Worten, nicht mit Klingen. Ich hoffe, ich kann euch irgend helfen, indem ich besinge eure Taten. Dann fahrt damit fort. Ich tue, was ich kann, Inquisitor. Hä? Oder ist sie das gar nicht? Wir werden hier eine Quest... Ja? Hä? Aber... Das ist sie doch! Meriden. Hä? Es gibt ein Problem, das ihr... So, weil ich noch nie mit ihr geredet hatte. Ich denke, es ist eure Mühe wert. Okay. Ich finde das weird, dass ich jetzt hier auf einmal so komische Quests kriege. In der Feste. Ich möchte nochmal zu Blackwall. Ach man, ich wollte... Oh, das ist so doof, der Outcome gerade. Das Outcome. Also schön. Wenn du schon so schlau bist, dann erzähl mir doch mal... Blackwall? Blackwall? Inquisitor, ihr wart eine Freundin und eine Inspiration. Ihr habt mir die Weisheit vermittelt, richtig und falsch zu unterscheiden. Und mich, was noch wichtiger ist, den Mut gelehrt, für Erstes einzutreten. War mir eine Ehre, euch zu dienen. Was? Blackwall! Wo ist er? Die Meisterspionin hat es bestätigt. Blackwall ist fort. Und weiter? Liliana weiß doch bestimmt, wo er ist, oder? Sie weiß alles. Sie weiß nicht alles. Noch nicht. Schwester Liliana ließ uns das Quartier des Wächters durchsuchen. Es war kaum etwas zu finden, abgesehen hiervon. Sie fehlte in den Berichten von letzter Woche. Ich weiß nicht, welches Interesse Blackwall an dieser speziellen Angelegenheit hat, aber es könnte ein guter Ansatz sein. Okay, wir müssen Blackwall helfen. Ein zerknüllter Bericht. Ein zerknülltes Blatt Papier, das anscheinend aus einem aktuellen Bericht an Schwester Liliana herausgerissen wurde. Lieutenant Cyril Morney, einer der Soldaten, die für das Calier-Massaker von 937 verantwortlich sind, wurde in Leides gefangen genommen. Die anderen für diese Tat inhaftierten, besteht auch Morney darauf, dass er nicht gewusst habe, wen er da umbringe und dass er lediglich die Befehle seines Hauptmanns befolgt habe. Dieser Hauptmann, Tom Rainier, ist immer noch auf freiem Fuß. Morney wird im Laufe dieser Woche in Valroyo hingerichtet. Ja, Morneys Hinrichtung teil. Okay. Interesting. So. Dann ab nach oben. Reden wir mal mit dem Rest. Oh, da hinten ist wieder ein Urteil. Eric. Ich muss dringend ein Wörtchen mit meinem Verleger reden. Genau genommen sind es zwei. Du und Miss Kerl.
Er behauptet seit Jahren, meine Kriminalromane würden sich in Orléans nicht verkaufen. Aber warum will der Rat der Herolde dann Autogramme von mir? Hä? Tut mir leid, ich schweife ab. Egal, kann ich euch irgendwie helfen? Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin... Danke. Kein Problem. So, John, machen wir doch mal ganz kurz das Urteil. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier urteilen müssen. Zunächst einmal, das hier war nicht meine Idee. Es ist eine Frage von Titeln eine und Erbfolgen Kiste. Und... Halam Shiral hat Schwierigkeiten, jene Handelsrouten freizugeben, die früher von Herzogin Florian kontrolliert wurden. Hätte sie vor Gericht gestanden, wäre ihr Besitz eingezogen und erhebliche Bürokratie vermieden worden. Also bitten sie jetzt uns, über sie zu urteilen. Hä? Ist die in der Kiste? Muss ich das wirklich verstehen? Ich richte über eine Kiste? Hä? Ihre Leiche ist da drin, oder? Das war die vorgeschriebene Zeit, um Gegenbeweise vorzulegen. Durch ihre Verbrechen verfällt jeglicher Anspruch auf. Entschuldigt aber dieser Geruch. Okay, das ist ein bisschen makaber. Gibt einen Präzedenz. Gibt das? Es mag seltsam klingen, aber es gab schon mal einen ähnlichen Fall, den Onkel von Kaiser Leandre II. Betreffend. Seine Handelsrouten gingen wieder in den Besitz des amtierenden Monarchen über. Warum folgen wir nicht einfach diesem Beispiel? Eine weise Entscheidung. Danke, dass ihr es so kurz gemacht habt. Habe ich die Info aus irgendeinem Buch oder sowas? Okay, ja, nice. Wir haben die Leiche verurteilt. Schon. Ich stehe doch einfach direkt daneben. Ladebildschirm, sehr nett. Danke. Ah nein, es kann... Doch, kann ich. Okay. Wir reden mit Josie. Die hat doch bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Es war so erfrischend, wieder mitten im Spiel zu sein. Mein letzter Besuch in Halam Shiral war bei Gräfin Letiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Es ist auch nicht gerade alltäglich, dass man mit ansehen muss, wie die Kaiserin von Orléans beinahe Opfer eines kaltblütigen Mordes wird. Nicht auf derart dreiste Weise, nein. Das Spiel hat sich in den letzten Jahren immer stärker in geschlossenen Kreisen abgespielt. Und Corypheus hat sich das geschickt zunutze gemacht. Es ist beunruhigend, dass nur so wenige Angehörige des Orlesianischen Hofes von den Machenschaften der Herzogin wussten. Die Kaiserin war sich bewusst, dass sie in Gefahr schwebte. Sie ist immer in Gefahr. Diejenigen, die ihr loyal gegenüberstehen, hätten wachsamer sein müssen. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Es war aufregend, Teil des Spiels zu sein. Wir haben Geschichte geschrieben. Ja, das haben wir. Die Erzählungen darüber verbreiten sich bereits in Val Royeau. Ich wünschte mir allerdings, Varric würde bei seiner Schilderung des Abends ein wenig mehr Zurückhaltung an den Tag legen. Wir direkt eine Geschichte draus. Okay, John. Ihr habt schon eine ansehnliche Sammlung. Wie viele wohl zu Zolas. Hey. Am Schleier schweben Geister, die die Throne mächtiger Länder beäugen. All die Machenschaften, die Vertrauensbrüche. Seit unserer Zeit in Halam Shiral verstehe ich, warum. Ich hatte ganz vergessen, wie sehr mir die höfischen Intrigen fehlten. Schön, dass es euch gefallen hat. Politische Winkelzüge, gebrochene Versprechen, Halbwahrheiten, ein Palast voller Motivation. Und Motivation ist die Triebfeder großer Leistungen.
So oder so müsste Selene jetzt eine treue Verbündete sein. Vor allem, nachdem ihr geholfen habt, Brianna aus dem Spiel zu nehmen. Habt ihr Bedenken, wie wir mit Briella verfahren sind? Nein. Warum sollte ich missbilligen, dass... Oh, weil wir beide Elfen sind. Verzeiht, ich war verwirrt. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, viel mit den Elfen gemein zu haben. Das solltet ihr auch nicht. Die Form eurer Ohren ist nicht entscheidend. Sie sind nicht euer Volk. Nein, das sind sie nicht. Ich kam zur Inquisition, um die Welt zu retten. Unabhängig von meinem Volk war das die beste Möglichkeit, ihm zu helfen. Was die Elfen in Orlais angeht, hat Briella getan, was sie konnte. Sie war eine bewundernswerte Frau, obwohl sie gescheitert ist. Ihr seid ein bewundernswerter Mann. Es gibt nicht viele, die so genau wissen, wer sie sind, wie ihr es tut. Danke. Für eure Worte und dass ihr das erkennt. Nur wenige in dieser Welt verstehen mich. Anstatt lediglich ein paar spitze Ohren zu sehen. Echt mal. Nicht viele Männer haben eine Kralle von einem toten Tier im Hals. Ich wüsste echt gern, wofür dieser Anhänger ist, ne? Hallo. Hey. Hey. Wir unterhalten uns später. Dareth Shiral. So. Dorian! War das nicht großartig im Winterpalast? Vater! Ihr habt eine Kaiserin gerettet und jetzt frisst sie euch aus der Hand. Allein die Vorstellung. Bei all diesen Tänzen der Politik und den Morden bekomme ich ein bisschen Heimweh. Also, war das etwas, das ihr gerne häufiger machen würdet? Zusehen, wie ihr ein ganzes Reich um den Finger wickelt? Aber gerne. Allerdings bleibt natürlich nur noch Tevinter. Und da würde es vermutlich nicht ganz so gut funktionieren. Nein? Warum nicht? Unsere Tänze sind weitaus heftiger. Sollte ein Abend ohne Mord vergehen, rümpfen wir die Nase und erachten ihn als langweilig. Übrigens, ich hoffe, ihr habt den Schinken gekostet, den sie aufgetischt haben. Er hat nach Verzweiflung geschmeckt. So. Absolut faszinierend. Ich finde, also... Ne, bei Dorian habe ich das Gefühl, dass er das einfach voll witzig findet, wenn ich die Flirtoption mache, einfach weil die dann halt so witzig miteinander umgehen. Ich sollte gehen. Na gut. Versucht am Leben zu bleiben. Ich versuch's. Mir auffallen, wenn ihr fort wärt. Oh, ich mag Dorian. So. Bevor ich Madame vergesse. Hopp. Haben wir jetzt mal irgendwie eine Sequenz mit dir? Oh! Ich bin überrascht. Ich fürchte, ich muss euch um Hilfe bitten, meine Liebe. Ja? Ich muss eine alchemistische Formel fertigstellen. Allerdings fehlt mir eine wichtige Zutat. Das Herz einer Schneewivern. Oh no. Ich hatte schon alles arrangiert, doch die Chevaliers, die für mich arbeiteten, wurden im Bürgerkrieg getötet. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch auf Alchemie versteht, Vivien. Woran genau arbeitet ihr? Ein Mitglied des Rats der Herolde gab mir einen entsprechenden Auftrag. Ich bin schließlich noch immer Hofverzauberin. Die Angelegenheit ist privat. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr wollt, dass ich mein Leben für euch riskiere, sagt mir aber nicht, wofür? Meine Liebe, es wäre ja wohl kaum schicklich, die Geheimnisse von Leuten auszuplaudern, die auf meine Diskretion vertrauen. Ich würde für euch schließlich dasselbe tun. Ich bin keine Jägerin. Wieso denkt ihr, ich kann euch helfen? Diese Bestien werden nicht zum Spaß gejagt, wie andere Wyvern mitunter. Sie sind viel gefährlicher. In der Vergangenheit wurden Chevaliers damit betraut, die Kreaturen zu töten oder von Ansiedlungen fernzuhalten. Aber nachdem meine Chevaliers Opfer der politischen Umstände wurden, brauche ich jemanden mit einem gewissen soldatischen Geschick. Wenn ich eine Schneewivern jagen soll, müsst ihr mir alles erzählen, was ihr über sie wisst. Schneewivern sind recht selten und über alle Maße gefährlich. Keine andere Wivern-Art hat ein stärkeres Gift als sie. Gewöhnliche Jäger würden sie niemals jagen. Das Risiko ist einfach zu groß. Ihr hingegen, meine Liebe, wärt diesem Monster sicher gewachsen. Ich werde tun, was ich kann. Danke, meine Liebe. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich werde Cullen sagen, wo ihr das Biest findet. Und denkt daran, meine Liebe.
Ich brauche ihr Herz, sonst wirkt der Trank nicht. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Es ist, ich meine, cool, dass wir jetzt mal eine Sequenz mit ihr haben und... Ja, aber das ist halt auch schon wieder so eine Aufgabe, die eigentlich so voll generisch ist und nichts aussagt. So, töte irgendwas und bring mir irgendwas. Echt schade, dass Vivienne einfach so gar keine Story hat. Und was hatten wir, haben wir schon mit den anderen Gruppenmitgliedern gemacht? Mit ihr irgendwie nix? Ja, wo ist denn unsere süße Liliana? Ja. Hey. Es ist also wahr. Einige sehen Cassandra oder sogar mich als Justinias Nachfolgerin. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich möglich wäre. Andererseits, wenn die anderen Kandidatinnen aus dem Rennen wären... Strebt ihr wirklich danach, die Göttliche zu werden? Als Justinia noch lebte, hätte ich jeden ausgelacht, der auch nur angedeutet hätte, ich könnte ihre Nachfolgerin werden. Die Dinge haben sich geändert. Und doch bin ich mir nicht sicher. Der Wiederaufbau der Kirche wird dem Versuch ähneln, ein sinkendes Schiff durch einen Sturm zu steuern. Niemand würde es euch verdenken, wenn ihr das Schiff verlasst. Runter vom Schiff und direkt ins Meer. Ihr denkt doch, Thedas hasst die Magier, oder? Glaubt ihr dann nicht, dass die Leute der Magie die Schuld geben werden, falls die Kirche fällt? Seht euch nur an, was alles geschehen ist. Die Kirche von Kirkwall, der Krieg, die Bresche. Und immer sind Magier beteiligt. Ohne die Führung durch die Kirche wird der Hass außer Kontrolle geraten. Nein, das wollen wir nicht. Und die Kirche kann dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Die Leute sind Schafe, Inquisitor. Sie brauchen etwas, dem sie folgen können. Aber diese Diskussion ist verfrüht. Falls Korypheus siegt, wird die Suche nach einer neuen Göttlichen das kleinste unserer Probleme sein. Göttlos. Eine Nachricht der göttlichen Justinia. Was ist denn das jetzt her? Normalerweise schicken die Toten keine Nachrichten. Schön, dass ihr es für notwendig erachtet, mich darüber in Kenntnis zu setzen. Ach komm, so meine ich das gar nicht. Vor Monaten, vielleicht schon ich vor darf Jahren echt nicht die mittlere Option machen, das ist immer um die mir bei ihrem Tod zugestellt zu werden. Mann. Ich habe schon von derartigen Absicherungen gehört. Bei einem plötzlichen Tod bleiben oft einige Dinge unerledigt. Ich werde nach Valence gehen, einem kleinen Dorf am Wachen Meer. Irgendetwas ist dort versteckt. Warum sollte sie etwas in Valence verstecken? Was ist so besonders daran? Bevor Justinia die Göttliche wurde, war sie lange Jahre eine ehrwürdige Mutter der dortigen Kirche. Es ist für sie ein Ort von großer Bedeutung. Wisst ihr, wonach ihr dort sucht? Die Göttliche war eine mächtige Frau, die ihre Stellung genutzt hat, um die verschiedensten Dinge in ihren Besitz zu bringen. Was auch immer sie in Valence versteckt hat, wäre der Inquisition höchstwahrscheinlich nützlich und darf nicht in falsche Hände geraten. Wenn ich Glück habe, hat sie mir Anweisungen hinterlassen. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ausgezeichnet. Ich mache jetzt nicht mehr die mittlere Antwort. Ich hatte gehofft, ihr würdet mich nach Valence begleiten. Eines noch. Wenn das, was in Valence versteckt ist, wirklich so wertvoll ist, wie ich vermute, werden wir nicht die Einzigen sein, die danach suchen. Mhm. Wir treffen uns dann bei der Kirche in Valence. Und versucht euch nicht allzu viel Zeit zu lassen. Okay. So, jetzt haben wir endlich meine Quest mit Liliana. So, und ich glaube, wir haben jetzt mit allen soweit geredet, ne? Das heißt, wir können zum Kartentisch und dann können wir wieder Quests machen. So. Ladebildschirm, Ladebildschirm.
Ich bin so froh, wenn wir in Velgard es nicht mehr haben. Wehe, Velgard hat krasse Ladebildschirme. Es wird Zeit, unseren nächsten Angriff zu planen. Wie steht es um die Inquisition? In Orlais sind wir recht beliebt. Ein Wort von euch genügt und Kaiserin Selene schickt uns Unterstützung. Und dank eures Eingreifens in Adamant hat Korypheus sein Dämonenheer verloren. Mit den Truppen aus Orlais sind wir ihm ebenbürtig. Korypheus' Gefolgsleute dürften bereits in Panik geraten. Das sagen auch meine Spione. Unsere Siege haben seine Anhänger erschüttert. Vielleicht erkennen Sie ja, dass es nicht klug ist, einem Magister der dunklen Brut vom Anbeginn der Zeit zu folgen. Wo ist Korypheus jetzt? Nach der Sache mit der Herzogin hat Korypheus seine wichtigsten Stützpunkte aufgelöst. Er marschiert jetzt nach Süden in die Arbor-Wildnis. Seine Armee war nicht auf einen Rückzug vorbereitet. Unsere Siege haben sie in die Defensive gedrängt. Wir müssen Korypheus jetzt angreifen. Das ist echt so, das fällt mir jetzt erst auf. Die untere ist immer die aggressive, die obere ist immer die nette und die mittlere ist diese komische Antwort. Wie in Dragon Age 2. Aber was macht Korypheus in einer so abgelegenen Gegend? Dass mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist. Seine Leute durchstöbern seit Haven elfische Ruinen. Wir glauben, er sucht nach mehr. Was er zu finden hofft, wissen wir allerdings noch immer nicht. Was niemanden überraschen sollte. Hi, Morrigan. Glücklicherweise kann ich helfen. Ach, ihr altes Outfit. Ich bin immer noch skeptisch, dass die Frau hier mitmischt. Wo kommst du her und was ist dein Plan? Du bist durch den verdammten Spiegel gegangen. Mit irgendeinem Plan. Und auf einmal bist du jetzt hier mitten im Geschehen. Ich bin ganz Ohr, Lady Morrigan. Was Korypheus in diesen vergessenen Wäldern sucht, ist ebenso alt wie gefährlich. Das da wäre? Ich denke, das sollte ich euch zeigen. Ich wollte eigentlich nur an den Kartentisch, nur mal so. Das oh. Ist ein Illuvien. Ein Elfenartefakt aus einer Zeit, lange bevor ihr Reich der Gier der Menschen zum Opfer fiel. Ich habe diesen hier mit großem Aufwand wiederhergestellt, aber in der Arbor-Wildnis gibt es noch einen. Das ist es, was Korypheus sucht. Das gehörte meinem Volk? Ich bin auf Legenden über einen unversehrten Elfentempel in der Arbor-Wildnis gestoßen. Da es zu gefährlich war, sich dem Tempel zu nähern, suchte ich meinen Schatz an einem anderen Ort. Falls Korypheus nach Süden zieht, könnte er Erfolg haben, wo ich scheiterte. Dann würde der Illuvien ihm gehören. Was bewirkt er? Weitaus interessanter ist doch die Frage, wohin führt er? Ja, genau. Wohin bist du mit dem Spiegel damals gegangen? Okay, es ist anscheinend sicher. Ich denke mal, letztendlich sind das einfach nur so Teleportationspunkte. Dass man, also, ne, man geht durch ein Portal und kommt an einer Stelle, wo ein anderer Illuvien steht, wieder raus. Tippe mal irgendwie, das ist alles. So, weiß ich nicht. So, und wo kommen wir raus? Okay, das sieht nicht sehr normal hier aus, wenn ich mir diese Bäume angucke. Ist sie damals? Wenn dieser Ort einmal einen Namen hatte, ist er längst vergessen. Okay. Ist sie damals hier hingegangen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ne? Aber cool, dass Morrigan wieder... Oh, hier sind... Ich nenne ihn den Kreuzweg. Ein Ort, an dem alle Illuvien zusammentreffen. Egal, wo sie sind. Oh!
Man kommt, dann kann man durch einen anderen irgendwo. Dann ist das wirklich so ein Portal-Ding. Ich wusste das halt echt nicht mehr, ne? Dass man einfach hier rauskommt und dann geht man durch einen anderen Illovian und kommt dann halt an einem anderen Ort raus. Was? Ich überlege gerade, ich kriege ja ziemlich viele Tweets angezeigt zum Thema Dragon Age momentan. Und ich glaube, ziemlich viele reden hier über diesen Ort mit den Illovians, weil man ja auch in einem der Trailer zu Wailgard einen Illovian gesehen hat. Na, wie gesagt, Leute, ich bin da nicht so drin im Thema Wailgard bisher, weil ich echt vermeide, da mich krass zu spoilern. Ich habe wirklich nur die Infos durch die Trailer und was ich halt dann mal so auf Twitter irgendwie aufschnappe beim Vorbeiscrollen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dieser Ort ist außergewöhnlich. Wie kann er überhaupt existieren? Wer weiß das schon? Vielleicht wurde er aus den Fasern von Raum und Zeit gewoben. Die Altelfen haben keine Straßen hinterlassen, nur verborgene Ruinen in entlegenen Winkeln der Welt. So reisten sie zwischen ihnen hin und her. Ja, okay. Wie ihr seht, sind die meisten spiegelblind. Zerbrochen, verderbt oder unbrauchbar. Was die übrigen angeht, einige können von dieser Seite geöffnet werden. Allerdings nur wenige. Dieser Ort ist unnatürlich. Er wirkt beinahe, als wäre er erschaffen worden. Es ist, als hätte jemand eine Insel im Nichts geschaffen, in der ganz eigene Regeln der Realität gelten. Wenn die Altelfen dazu fähig waren. Erscheint es doch bemerkenswert, dass sich die Magister Tevinters je mit ihnen messen konnten. Ja, dieser Ort schwindet dahin. Stimmt, ist diese ganze Geschichte von damals eh nicht wahr. Das ist eigentlich ganz anders abgelaufen. Wer kann schon sagen, wie alt er ist? Im Moment existiert er noch und ist für uns somit weiterhin von Wert. Ich habe jetzt noch mehr Bock auf Wailgard, ne? Ich glaube, in Wailgard werden so viele offene Fragen beantwortet. Was meint ihr mit, einige können von dieser Seite geöffnet werden? Einige Illuvien sind unverschlossen, wie Türen, die versehentlich offen stehen. Alle anderen sind verschlossen. Sie können nur von der anderen Seite geöffnet werden. Und wie? Mit einem Schlüssel. Das ist vermutlich aber unser. Ich tippe mal, das wird das Reisesystem in Wailgard sein. Und vermutlich habt ihr einen solchen Schlüssel. Der Schlüssel kann vielerlei sein. Jeder Illuvian ist anders. Ich verfüge über Wissen und Macht. Für gewöhnlich reicht das. Wie habt ihr von diesem Ort erfahren? Meine Reisen haben mich an viele seltsame Orte geführt, Inquisitor. Eines Tages führten sie mich hierher, in diese Zuflucht. Zuflucht? Nicht alle Spiegel führen zurück in unsere Welt. Wenn die Alten etwas waren, dann erfinderisch. Wenn sie nicht in unsere Welt zurückführen, wohin dann? In Zwischenwelten. Orte wie diesen. Besser kann ich es nicht beschreiben. Vorübergehend war dies ein sicherer Ort, um meinen Sohn aufzuziehen. Aber nur vorübergehend. Man kann nicht ewig in der Zwischenwelt bleiben. Korypheus will hierher? Das hier ist nicht das Nichts. Aber es ist sehr nahe. Jemand mit genügend Macht könnte die alten Barrieren mühelos einreißen. Und das Nichts körperlich betreten. So wie es Korypheus mit dem Anker tun wollte. Er hat wie ich in der Arbor-Wildnis von dem Illuvian erfahren. Nun führt er den Rest seiner Truppen an, um ihn zu bekommen. Interesting. Dank euch ist Korypheus verzweifelt, Inquisitor. Wir müssen zusammenarbeiten, um ihn aufzuhalten, und zwar schnell. Boah, das wird interessant. Ich konnte mich an dem Part hier überhaupt nicht mehr erinnern, ne? Aber ich glaube, das werden wir in Wailgard weiter bearbeiten. Die Sache mit den Illuvians. Ach ja, die gute Morrigan, mit der wird's auch nie langweilig, ne? So. Illuvian. Ein Illuvian. So. Huch, wo sind wir denn jetzt?
steht denn hier? Ach, hier steht sogar Morrigan. Der Garten hier doch mal zu was nütze. Oh, bist du etwa? Ihr seid der Inquisitor. Mutter hat mir nie erzählt, dass ihr eine Elfin seid. Die Ohren haben mich verraten, richtig? Nein. Euer Blut ist sehr alt. Ich habe es sofort gesehen. Kieran, belästigst du etwa den Inquisitor? Natürlich nicht. Hast du gesehen, was sie auf der Hand hat, Mutter? Ja, ich habe es gesehen. Und jetzt ist es an der Zeit, wieder lernen zu gehen, junger Mann. Ich bin richtig gespannt, was der Junge noch für eine Rolle spielen wird. Mein Sohn. Er ist natürlich nie da, wo er sein sollte. Ich meine, er hat ja die Seele eines dunklen Gottes in sich, ne? Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Sohn habt. Woher auch? Ich gebe mir die größte Mühe, um zu verhindern, dass sich mein Ruf in irgendeiner Weise auf ihn auswirkt. Für den Großteil des kaiserlichen Hofes ist er einfach nur ein ruhiger, höflicher Junge. Vielleicht der Erbe irgendwelcher entfernten Verwandten. Aber er begleitet mich überall hin. Und keine Sorge, Inquisitor. Kieran ist ein aufgeweckter Junge. Doch er macht nur selten Schwierigkeiten. Bin gespannt, ob man die Entscheidung irgendwie treffen kann am Anfang von Duelgard oder ob die manche Entscheidungen dann einfach jetzt als Canon sehen und einfach treffen, weil der Junge könnte jetzt ja auch einfach nicht existieren, je nachdem, wie man sich in Origins entscheidet. Und der Vater könnte ja der Wächter sein oder Alistair oder ich glaube sogar Loghain. Wird sein Vater ebenfalls zu uns stoßen? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Ich ziehe Kieran nun schon seit einer ganzen Weile alleine groß. So wie es von Anfang an mein Wunsch war. Wir sind also nur zu zweit, Inquisitor. Und eure Festung ist derart groß, dass ihr unsere Anwesenheit kaum bemerken werdet. Er scheint mir ein großartiger junger Mann zu sein. Ganz anders, als man es von einer Mutter wie mir erwarten würde. Ich würde meinen Sohn niemals in einem Sumpf großziehen und ihn dadurch jeglichen Kontakts mit der Außenwelt berauben. Es sei denn, seine Zukunft wird ohnehin schwierig genug werden, auch ohne, dass ich seine Bürde noch vergrößere. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort bis vor kurzem noch völlig heruntergekommen war, bewohnt allein von den Verzweifelten und Verlorenen. Und nun ist sie Schauplatz von Ereignissen, die drohen, die Welt zu erschüttern. Ich frage mich, ob ihr das wohl gefällt. Das klingt, als hättet ihr schon früher von der Himmelsfeste gehört. Diese Festung wurde auf den Überresten einer heiligen Stätte der Altelfen erbaut. Sie nannten sie Tarasylan, der Ort, an dem der Himmel behütet wird. Es heißt, sie hätten von hier aus in den Himmel gegriffen, um ihn hier unten zur Ruhe zu betten. Später verließen sie diesen Ort, ebenso wie die Menschen, die nach ihnen kamen. Knochen, getürmt auf Knochen. Ruhend bis zu eurer Ankunft. Ich mag diesen Ort und ich habe ihn zu meinem Zuhause gemacht. Die Magie dieses Ortes ist in die Steine gesickert und schützt die Feste vor der Dunkelheit. Jene, die sie zerfallen ließen, wussten nicht, was sie an ihr hatten. Ihr hingegen werdet sie zu würdigen wissen. Davon bin ich überzeugt. Es war nett von euch, meine Hilfe willkommen zu heißen, Inquisitor. Und das, obwohl ihr nur wenig über mich wisst. Aber ich werde jegliches Wissen, das mir zur Verfügung steht, nutzen, um euch so gut wie ich kann zu helfen. Die ist viel zu nett im Vergleich zu Origins. Was hat die denn vor? Das schwöre ich euch. Ich weiß jegliche Hilfe zu schätzen, die ihr uns anbieten könnt. Manche mögen Korypheus für verrückt halten, weil er nach Göttlichkeit strebt. Und doch müssen wir uns fragen, was waren die alten Götter? Und welche ihrer Geheimnisse kannten die alten Magister? Was ich fürchte, was alle fürchten sollten, ist nicht, dass Korypheus glaubt, er könne Erfolg haben, sondern dass es ihm tatsächlich gelingen könnte. Wie man hört, habt ihr es den grauen Wächtern erspart, den letzten Rest Wohlwollen ihnen gegenüber zu zerstören. Eine grandiose Idee, wenn man bedenkt, dass sie selbst für die Schwäche verantwortlich waren, die Korypheus ausgenutzt hat. Trotzdem, sollte eines Tages ein echter Erzdämon auftauchen,
werden wir sie zweifellos brauchen. Mhm. Zumindest werden sie uns das einreden. Ich lasse euch dann mal alleine. Natürlich. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war das mit der Folge für heute. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder auf Mission. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.